Also in meinem neuen Buch erzähle ich eine Geschichte und habe eigentlich keine Botschaft. Wenn Leserinnen und Leser daraus eine Botschaft sehen, bin ich sehr glücklich darüber. Aber gedacht habe ich nur an die Geschichte. Und ich denke, Kindern soll man nicht predigen, auch wenn es um Weihnachten oder Ostern geht, sondern Kinder sollte man ernst nehmen und das, was sie aus, zum Beispiel aus der Weihnachtsgeschichte nehmen. Und in diesem Fall ist es die Botschaft, die ein kleiner, todkranker Junge aus der Weihnachtsgeschichte entnimmt in Ägypten, da wo Josef und Maria ihr Jesuskind hingerettet haben, da möchte er auch hin. Und diese Geschichte erzähle ich, weil dieser Kinderarzt, der damit konfrontiert wird, dieses Kind ernst nimmt und sich keine Gedanken macht, was ist Lüge, was ist Wahrheit.